Liebe Connect Community, in diesem Video geht es jetzt heute mal darum, was Connect konkret anders macht und vor allem in den drei Bereichen natürlich Arbeiten vorbereiten, Arbeiten durchführen und Arbeiten nachbereiten. So, dann fangen wir auch gleich an. Ich habe Connect hier gestartet. Genau, das Erste ist natürlich, dass wir hier die Gebäudeliste so strukturiert ist, dass die letztlich in den umkringelten Punkten, blau oder orange jetzt gerade, zeigt, werden laut Feuerstättenbescheid Planung eben die Begehungen angezeigt. Also das heißt, jeder Punkt hier drauf muss letztendlich am Ende des Jahres erledigt werden. Und das ist vom Prinzip so, dass wir am Anfang vom Jahr sind natürlich alle Punkte nicht ausgefüllt, sondern nur umrandet und ganz am Ende sollten alle blau und ausgefüllt sein. Das bedeutet, der gesamte Umsatz wird letztendlich durch das Ausfüllen der blauen Punkte da erledigt. Und jetzt ist es so, dass die Arbeiten eben, ja, also die erste Problematik für Schornsteinfeger ist ja überhaupt mal da in die Häuser reinzukommen, um dann die blauen Punkte eben abzuhaken. Also das ist quasi die Arbeiten vorbereiten. So, und für die Vorbereitung gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man läuft da einfach hin in die Häuser und wenn man reinkommt, ist gut. Wenn man nicht reinkommt, klebt man eben einen Kleber hin. Ich komme nochmal am so und so vielten. Oder aber man kontaktiert die ein- oder zweimal vorher schon. Da gibt es ja die Möglichkeit, man sagt irgendwann im, sage ich mal, im April, sagt man, Achtung, Hausbesitzer, ich komme vorbei, etwa im Juni, dann kann er sich schon mal irgendwie vorbereiten und vielleicht einen Heizungsbaubetrieb eben kontaktieren, der da die Wartungsarbeiten durchführt. Oder man lässt diesen Schritt aus und vergibt einfach direkt die Termine praktisch zu diesen Punkten hier, das zeige ich jetzt gleich. Und dann kann der Hausbesitzer oder auch der Verwalter oder vielleicht der Hausmeister kann man einstellen, kann dann eine Benachrichtigung kriegen, hallo, ich komme nächste Woche am Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr. Das sind so die Möglichkeiten, wie man letztendlich in das Haus reinkommt. Das nennen wir hier die Arbeiten vorbereiten. Genau, Schritt 1. So, dazu, natürlich können wir extrem einfach die Problematik abdecken, von der ich da gerade gesprochen habe. Aber das Wichtige bei Connect ist ja, dass dann auch die Arbeitsliste quasi, der Termin, die Terminliste und die Arbeitsliste muss ja auch irgendwie da drin sein und nicht etwa auf Zetteln oder irgendwelchen Karteikarten oder sonst irgendwas, weil dann der Aufwand natürlich extrem hoch geht, wenn der Chef jetzt immer die Unterlagen dann quasi für einen Mitarbeiter bereitstellen muss, dann verzehnfacht sich ja der Aufwand wieder und eine Terminverschiebung geht dann ja auch nicht. Das dürfte allgemein bekannt sein. Das bedeutet, die Arbeiten vorbereiten ist ein wichtiger Punkt hier drin. Das zeige ich auch mal kurz. Ich kann beispielsweise, wenn ich hier unten in den Punkt Begehungen reingehe, und ich habe jetzt hier Abgaswege und Messen habe ich mal selektiert hier oben. Da kann ich ja die Touren auswählen, welche Tour gerade dran ist, die reine Tour 1 bis 4 oder die Messtour oder die Feststoffmessung oder so. Und das habe ich jetzt mal gemacht und zeige jetzt mal, wie einfach das geht, eben da die Anmeldung zu machen. Also wir gehen mal davon aus, ich will dem jetzt den Hausbesitzern eine Nachricht zukommen lassen. Ich komme nächste Woche irgendwann mal an dem Tag und in der Uhrzeit. Dann kann ich einfach hier drauf gehen und wähle jetzt hier praktisch Terminvergabe an. Und jetzt zeigt es auch schon, wo über ein Termin dran ist. Und ich könnte jetzt einfach, indem ich jetzt auf die Turmstraße 6 drücke, da zeigt es in Grau schon an, welcher Termin es nehmen würde, praktisch für die Anmeldung, wenn ich jetzt draufklicke. Das mache ich jetzt mal. So, fertig. Das war schon. Jetzt hat er den Terminstempel draufgeklebt. Und es ist auch schon im Terminkalender von dem Mitarbeiter. Jetzt sage ich, da will ich aber die Joséstraße 6 und die Elisenstraße 1 auch noch machen. Und jetzt möchte ich mal nicht am 3.8. nicht zwischen 8 und 10 Uhr kommen, sondern die nächste ist jetzt zwischen 9 und 11. Habe ich einfach hier rechts das Plus gedrückt und mache jetzt zwischen 9 und 11 jetzt die Poststraße 1 und 6. Ihr seht also, Termin gleich draufgeklebt. Und jetzt mache ich noch jetzt meine Mittagspause.
und mache jetzt zwischen 14 und 16 Uhr, mache ich jetzt die Hafenstraße 1 und 6. So, das war schon. Jetzt ist die Terminvergabe schon inklusive den Mitarbeiter. Also ich habe jetzt den Mitarbeiterteam ausgewählt, aber ich könnte genauso da jetzt anstatt des Teams könnte ich jetzt den Max Mustermann, das sind mit einem Mitarbeiter, wenn ich mehrere angelegt habe, natürlich einen anderen angeben und genau den nimmt es dann für diesen Stempel. Und jetzt ist der auch schon viele Fliegen mit einer Klappe. Jetzt kann ich mit einem Klick kann ich die Benachrichtigung für die erzeugen lassen, dass die jetzt alle, die diesen Terminstempel haben, jetzt eben einen Brief kriegen mit der Terminanmeldung. Oder aber ich habe es auch gleich im Kalender drin, hier unter Termine sehe ich die jetzt alle gleich. Da sind die jetzt schon drin. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal das Team anwähle, dann habe ich jetzt 9 vergebene Kärtchen, die diesen Termin bei Team haben. Vermutlich, wenn ich jetzt den Max Mustermann anwähle, dann habe ich nur 4 Kärtchen. Das bedeutet, der Terminkalender und die Anmeldung, was der Kunde kriegt als Anmeldung, sind immer parallel. Wenn ich jetzt einen Termin hier verschieben würde, geht der Max Mustermann, geht jetzt in die Chausseestraße 8, kommt nicht rein, dann muss ich ja der Termin irgendwie verschieben. Das sehen dann auch alle Mitarbeiter natürlich gleichzeitig. Oder einer ruft an, also ein Hausbesitzer ruft an, er hat jetzt heute doch keine Zeit, obwohl der Termin um 14 Uhr wäre. Dann verschiebt den, wo auch immer der ankam, der Anruf, der sagt, okay, wann ging es denn dann morgen zwischen 8 und 10 zum Beispiel, dann verschiebt er den Termin. Und dann sieht natürlich der entsprechende Mitarbeiter auch gleich die Terminverschiebung, weil das ist immer, was ich ja im anderen Video gesagt habe, die Daten sind immer die gleichen natürlich, sonst ist eine Terminverwaltung, macht natürlich keinen Sinn. Das bedeutet, ihr habt praktisch dadurch die ganze Voranmeldung und die Terminplanung und die Arbeitslisten, Karteikarten, alles mit den 3-4 Klicks komplett vom Tisch. Jeder weiß immer, was ist angemeldet. Wie gesagt, es muss ja auch nicht sein, dass man die benachrichtigt, die Hausbesitzer. Man würde den Termin auch hinkleben, wenn ich vorm Haus nicht reinkomme, also gar nicht anmelde und klebe dann an die Haustür den Kleber, ich komme am Montag wieder zwischen 8 und 10, dann landet der genauso hier im Terminkalender drin. Und natürlich zeige ich noch in einem anderen Video dann die ganzen Automatismen zur Anmeldung, wenn man ganze Straßen anmelden will und automatisiert eben dann die Zeitspannen hochzählen will und so weiter. So, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Jetzt haben wir ja die Arbeiten vorbereiten, haben wir durch. Und jetzt kommen die Arbeiten vor Ort eben abhaken. Darüber haben wir bislang die meisten Videos schon gezeigt. Deshalb zeige ich es hier nochmal nur noch ganz kurz. Das ist auch kurz und knackig eben zu zeigen. Bringt natürlich einen extremen Nutzen. Und da würde ich sagen, haken wir einfach mal eine Feuerstättenschau ab. Die hat einige Punkte drin, woran man sehr gut erkennen kann, wie einfach das eben geht. So, nehmen wir gerade mal die Turmstraße 5 und gehen da rein in das F. Und dann, das macht es bei jeder Begehung natürlich, sammelt es alle Geräte zusammen, die geprüft, gemessen oder sonst irgendwas gemacht werden müssen. Das ist für die Dokumentation wirklich wichtig. Das machen die alten Programme alle natürlich auch nicht. Da wird es nicht die Geräte werden weder zusammengesammelt, noch wird irgendwie dokumentiert, weil dass irgendwas beispielsweise bei der Feuerstättenschau an dem zweimaligen Schornstein geprüft wurde. Und das haben wir natürlich hier auch gleich richtig gemacht, dass es die ganzen Tätigkeiten zusammensammelt. Dann habe ich wie so eine Checkliste und kann die einzeln abhaken. Also hier wo sind wir? In der Turmstraße 5 gibt es jetzt den Schornstein, den zweimaligen, dann habe ich die Abgasleitung, dann die Räucherkammer, den Heizkessel und den Kaminofen. Wenn ich das soweit die Sichtprüfung gemacht habe, kann ich den Doppelhaken hier oben drücken, dann trägt schon mal alles ein, was für die Dokumentation wichtig ist in den Geräten, wo keine weitere Angabe notwendig ist. Und jetzt kann ich gehe trotzdem mal kurz in den Schornstein rein, was ich denn sagen könnte. Und das sind natürlich die Punkte, die für die Feuerstättenschau relevant sind. Also ich kann praktisch Angaben zu den Verkehrswegen, zur Außenschale und zum abgasführenden Bauteil angeben, ob die fehlerfrei sozusagen waren und ob es irgendwelche Änderungen an der Anlage gab.
Da gibt es ein Arbeitsblatt auch vom ZIV bezüglich Feuerstättenschau, was dann zu den Geräten eben letztlich geprüft werden muss. Das ist alles hier drin. Aber wie gesagt, durch den Doppelhaken wird das alles ausgefüllt und die F hier sind gleich alle blau. Jetzt sind zwei hellblaue drin. Das ist der Heizkessel und der Kaminofen. Das konnte es nicht automatisch ausfüllen. Und es dürfte klar sein, warum. Beim Heizkessel ist die GEG-Prüfung notwendig und beim Kaminofen die Feuchtemessung. Deshalb muss ich da noch reingehen kurz und sag hier, mach hier kurz die GEG-Prüfung. Also sehe ich, das zweite F hier ist noch nicht abgehakt. Die mache ich jetzt mal. Das ist die erstmalige GEG-Prüfung. Die unterscheidet sich ja von der wiederkehrenden. Da gehe ich mal rein und hake die auch ab. Ist also auch durch. Gehe hier zurück. Bleibt nur noch der Kaminofen. Und den Kaminofen, der hat eben die Feuchtemessung. Und die mache ich jetzt auch kurz. Und sage, ich habe hier 15%, 20 und nochmal 15%. Und gehe jetzt hier auf fertig und bin auch mit der Feuchtemessung jetzt durch. So, und jetzt ist natürlich so die logische Konsequenz dadurch, dass wenn jetzt habe ich alles dokumentiert, wenn ich unten das Begehung abschließen drücke, dann habe ich alle Dokumente eben dann fertig und auch die Rechnung. Das mache ich mal kurz. Drücke hier drauf, dann sieht man gleich oben eine Rechnung, vier Dokumente. Und das war, wie gesagt, dieser Verwaltungsaufwand, der bisher immer komplett manuell durch diese ganz vielen Angaben, die die Leute dann immer im Bildschirm hatten, konnten sie dann letztlich die vier Dokumente irgendwie von Hand mehr oder weniger schnell produzieren. Genau, und das war es eigentlich schon zu dem Arbeiten vor Ort durchführen. Man kann sich hier wahrscheinlich denken, dass Mängel eintragen genauso geht, also dass ihr hier alle Geräte zusammensammelt, wird genau dort natürlich da drin beispielsweise da bei der Abgasleitung der entsprechende Mangel auch erfasst. Dadurch ist auch die Statistik immer richtig korrekt, weil man kann da keine Fehler mehr machen und es ist perfekt dokumentiert, auch fürs Kehrbuch dann natürlich. So, und dann kommen wir gleich zum letzten Punkt. Was bleibt denn noch übrig? Also nach der Arbeit sozusagen die Tätigkeiten und da gibt es natürlich nur zwei Stück. Die Statistik haben wir ja, Kehrbuchführung geht automatisch, habe ich vorhin gesagt, dann Mängelstatistik auch, ist also auch vom Tisch, bleiben zwei Sachen. Rechnungen praktisch, wurden die schon bezahlt oder nicht und müssen sie gemahnt werden? Das wird komplett automatisiert, weil wir ja logischerweise gibt es einen Server in dem ganzen System und der holt immer wieder die aktualisierten Kontoauszüge raus und kann deshalb die Zahlungseingänge eben automatisch verwalten und dann eintragen praktisch in den geschriebenen Rechnungen. Und genauso das Mahnwesen, wurde eben noch kein Zahlungseingang gefunden, dann kriegt eben wird eben eine Mahnung eben erstellt für die Rechnung. Und dann bleibt noch der letzte Punkt, das sind dann die Mängel. Die müssen natürlich schon, die werden natürlich auch genauso wie in der Rechnungsverwaltung gesammelt. Also alle Häuser, in denen irgendwie ein Mangel noch da ist, der noch nicht beseitigt wurde. Und da muss man tatsächlich, das können wir nicht automatisieren, sprich wenn eine Rückmeldung kommt oder man in der nächsten Feuerstättenschau vielleicht guckt, wurde das Ding abgestellt, der Mangel, dann einfach kurz anklicken, erledigt und dann wird diese Liste eben, ist immer aktuell praktisch. Genau, und das war's eigentlich auch schon. Und ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen, wie durch diese Prinzipien hier in dieser mobilen Revolution letztlich natürlich kein Büroaufwand mehr übrig bleiben kann. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Nochmal ganz kurze Zusammenfassung. Bei der Arbeitsvorbereitung haben wir ja die ganzen Terminkalenderproblematiken perfekt abgebildet, Arbeitslisten und so weiter. Dann bei dem Vor-Ort-Durchführen ohnehin, da werden die ganzen Arbeiten zusammengesammelt an den Geräten, die müssen nur noch abgehakt werden. Wenn man das Begehung abschließt, dann werden alle Dokumente automatisch produziert und die Arbeiten nachbereiten, sozusagen, also die paar Rechnungen und Mängel, die noch sozusagen abgeglichen werden müssen, können wir auch weitestgehend automatisieren. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte oben auf Abonnieren und vielleicht das Glöckchen drücken, dann kommt auch eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt.